Viel Werkzeug für wenig Geld gibt es bei der Messingschlage GmbH Eigenmarke M-Wave. Der Werkzeugkoffer, alles in einem, 34-teilig, bietet 20 verschiedene Werkzeuge an. Die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers liegt dabei bei 79,90 Euro. Er schafft es durch seine große Anzahl an Werkzeugen, gerade ältere Fahrradfabrikate fast rundherum wartbar zu machen. So liegen etwa für die Einstellung des Steuersatzlagers an Schachtvorbauten, wie man sie oft an früheren Rennrädern findet, verschiedene Steuersatzschlüssel bei, die im Vergleich zu anderen Einsteigersätzen ihrer großzügigen Maße von 31,5 auf 25,5 und 7 cm sind dem vielen Werkzeug geschuldet. Zum Werkzeug selbst, ein Zahnkranzabzieher als Nuss, welcher zum Lösen der Sicherungsschraube auf dem Rätselpaket dient, wird, wie das Tretlagerzeug, auf dem beigelegten 8 mm Innensechskantschlüssel angebracht. Das Tretlagerwerkzeug, welches zum Entfernen und Anbringen der Gewindeschalen bzw. des Tretlagers bei älteren Tretlagern dient, sitzt leider etwas fest im Koffer, sodass es sich teilweise nur schwer lösen lässt. Die beiden Nüsse haben zudem beide auf dem Schlüssel ein wenig Spiel. Das ist bei Drehmomenten von etwa 40 Newtonmetern, wie sie bei Sicherungsringen des Nitzelpakets nötig sind, eher ungünstig. Das sehr gut ausgestattete Flickset des Koffers bietet Flicken in verschiedensten Größen, ein Vulkanisierungsmittel sowie Schmirgelpapier. Das gefällt. Der Kettenliegdrücker wirkt etwas einfach ausgeführt. Bei einem 34-teiligen Set für nur knappe 80 Euro sollte man aber vielleicht auch nichts anderes erwarten. Die Steuersatzschlüsselkombination mit 30 bzw. 32 und 36 bzw. 40 mm Maulweite ist bei älteren Rädern mit konventionellem Schachtvorbau sehr nützlich. Schade, dass die Größen immer in Kombination ausgeführt sind. Das Speichenschlüsselset deckt die meisten Standardgrößen ab. Arbeiten an eher filigraneren Schrauben, wie etwa am Schaltwerk oder Umwerfer, lassen sich mit dem beigelegten Schlitzschraubendreher sauber entfernen. Weiter liegt ein Gabelschlüssel mit 8 bzw. 10 mm bei, welcher sehr solide gefertigt ist. Auch eine zum Kassettenabnehmer passende Kettenbeitsche liegt dem Set bei. Da die Beschichtung des Griffs aber leicht rutschig ist, ist die Handhabung etwas ungünstig. Nicht nur der Steuersatzschlüssel ist als Kombination ausgeführt. Dies gilt auch für den Pedalschlüssel mit 15 bzw. 16 sowie 15 bzw. 17 mm Maulweite. Auch hier ist die Beschichtung eher ungünstig und der Hebelarm dürfte länger sein. Die auch als Kombination ausgeführten Konusschlüssel mit 13 bzw. 15 sowie 14 und 16 mm sind etwa bei der Einstellung des Nabenspiels am Laufrad nützlich. Das Set von Innensechskantschlüsseln, auch unter dem Markennamen Imbus bekannt, weist die meisten gängigen Imbusgrößen auf und die drei größten sind als Kugelkopf ausgeführt. Wieder für ältere Fahrräder interessant ist der Gelenkhakenschlüssel. Dieser wird zum Kontern bei Innenlagern mit 2 Nuten verwendet. Der verstellbare Gabelschlüssel, welcher sich bis 21 mm aufmachen lässt, wird hochwertig ausgeführt und ist recht praktisch. Für Tretlager mit Vierkant oder Isiswelle liegt der passende Kurbelabzieher bei. Für Octalink-Wellen oder Powerdrive ist die Abdrückspitze jedoch zu klein. Praktisch ist die Werkzeugaufnahme. Andere Kurbelabzieher müssen etwa per Hand ein- oder ausgeschraubt werden. Mit den drei beigelegten Reifenhebern lässt sich der Schlauch zum Flicken mit dem umfangreichen Flickset entfernen. Die Aufnahme für die Speichen ist nützlich, die Reifenheber könnten allerdings etwas länger und wertiger ausgeführt sein. Der L-Schlüssel mit Vierkant und Bit-Einsatz dient zur Anbringung der Nüsse bzw. Schraubendreher-Einsätze. Das ist sehr praktisch, da gerade Schraubenzieher am Fahrrad eher selten gebraucht werden und damit meistens nur Platz wegnehmen. Das
Schraubendreher-Set bietet neben zwei Schlitzeinsätzen auch zwei Kreuzschlitzeinsätze an.